Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Farquay. Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie in der letzten Folge versprochen, werden wir diesmal unten, wo müssen wir denn da hin? Da unten die Hauptmission weiterführen. Die da. Die wird noch ein ganz schönes Eckchen Arbeit werden, glaube ich. Aber das schaffen wir, also bleibt mal dran. Steht hier nicht ein dummer Heli rum? Ah, guck mal, der ist außerhalb des Gebiets gelandet. Ah, toll, wurscht. Hier könnten auch immer neue Helis besorgen. Wir können auch in den einsteigen. Der hat nämlich auch volle Bewaffnung. Und den schaltet man ja hier frei, wenn man sich diese Station holt. Schon mal anfangen runter zu gehen. Das ist mich ganz schön weit oben. Nein, ey, wollen die mich jetzt verarschen? Okay. Das haben wir jetzt davon. Oh, sorry. Die Spieluhr. Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Der hat so viel durchgemacht. Für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Recht Zeit, dass wir da hingehen und das beenden. So, bestimmt. Ja, war klar. Das ist ja wieder so ein Zeitlauf hier. So, da müssen wir uns echt wieder konzentrieren. Was kommt diesmal für ein Tier? Gar keins. Ich weiß nicht mehr, wo es lang ging. Zwei mit einem Schuss, immerhin gut. Wo sind sie? Bringe dein Opfer! Achte auf deine Zeit. Gut, dünn die Herde aus. Bin ja dran. Volle dich machen! So, hier schnell ein bisschen abkürzen. Die Uhr tickt. Ich weiß. Gut gemacht. Die Herde kommt. Opfere dich schwach. Komm, ich hab kaum noch Zeit. Nee, ich bin gut. Nein, nein. Der will, dass wir ihn töten. Geiles Bild gewesen.
you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Hey, nur du konntest ihm so nahe kommen. Nur du. Und wie geht's? Du konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du. Gute Arbeit. Geschafft. Prüfung bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Aber jetzt bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Ich nicht. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Eli! Nein! 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 Scheiße, was hast du getan? Du hast ihn umgebracht! Warte! Du verdammtes Stück Scheiße! Witty! Wer hat dir vertraut? Witty! Ich hab dir vertraut! Warte! Witty! Das war Jacob! Nein! Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie. Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und du tötest ihn. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Okay, jetzt sind wir doch wieder hier gelandet. Puh, ein Hin und Her. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Aber du bist ein Soldat. Schon wieder eine neue Prüfung? Wo müssen wir denn hin? Weine nicht, mein Kinder. Der war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Ist da hoch? Nein! Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Das da oben kriegen wir doch auch noch irgendwie. Wie kriegen wir denn da hin? Wir haben keinen Zeitdruck. Ja, ich muss hier ein bisschen weg von dem Dings. Ah, hier. Nehmen wir an, du schaffst das hier raus. Was dann? Erledigst du weiter Botengänge für einen Teenager und deine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Ein bisschen abkürzen, die ganze Sache. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dran ist? Eli, Fred, du wirst vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen, ein Held sein wollen, brächtest du dich um. Das wäre für alle besser. Du bist zäher, als ich dachte. Aber mich zu töten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Ist meine Bestimmung. Ich gebe mein Leben aus. Geh weg! Verstehe meine Rolle. Ich bin sein Opfer. So einfach ist es. Ich
muss aufpassen, dass ich nicht sterbe. Okay, irgendwie sehe ich hier nicht ganz durch. Was ich jetzt, soll ich wirklich alle zerstören? Vorsichtig. Aber mich zu töten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Ich gebe mein Leben für Joseph. Und das mit Freude. Kommt der Herr von da oben oder von da unten? Ich bin sein Opfer. So einfach ist das. So. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Kommen wir an den verschiedensten Ecken raus. So, den haben wir auch. Der Hund. Gut gemacht. Geht ja echt peu à peu vor. Wo sind die Schusslinien? Ist irgendwo noch einer. Da? Da läuft einer. Du bist Fleisch. Komm. Geht doch. Gibt's noch mehr? Okay, das sieht schon mal gut aus. Nehmen wir an, du schaffst es hier raus. Was das? Dann liest du weiter Botengänge für einen Teenager und eine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Ich muss zwischendurch immer warten, dass ich hier wieder voll aufgeheilt bin. Aus. Noch einmal. Komm aus allen Ecken, ey. Darfst halt nicht stehen bleiben. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dreht? Eli, Brad, du wirst vom Unglück verfallen. Würdest du sie wirklich schützen wollen? So, komm. Held sein wollen? Brächtest du dich um? Das wäre für alle besser. So, das sieht
besser aus. Die Wölfe sind überall. Sehr gut. Alter, wieso? Wir sind noch nicht fertig. Ich auch noch nicht. Ich will nur zwei. Jage weiter. Sie sind diesmal besser dran. Echt eng. Wir wissen, was mit den Schwachen geschieht. Ey, ist doch nicht euer Ernst. Ja, ganz ehrlich, ich mache jetzt hier Feierabend. Keine Ahnung, die Mission geht mir voll auf den Sack. Ich werde das mal weiter versuchen und dann sehen wir uns hoffentlich danach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.